Gute Nachrichten für Fans des SV Werder Bremen, Top-Talent Joshua Sargent wurde von Dave Sarachan für die anstehenden Länderspiele der US-Nationalmannschaft nominiert. Die US-Boys treffen in wenigen Wochen auf Kolumbien 11. Oktober und Peru, 16. Oktober, der Bremer ist einer von drei Stürmern, die der Coach für die Spiele nominiert hat. Bobby Wood von Hannover 96 und Andrija Novakovic zählen zu seinen Konkurrenten um die begehrte Spielzeit für die USA. Sargent ist seit diesem Sommer in Deutschland spielberechtigt und kam seitdem in der U23 der Grün-Weißen zum Einsatz. In 10 Pflichtspielen gelangen dem Youngster 6 Tore, zudem bereitete er weitere 2 Treffer für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord vor, doch Sargents eigentliches Einsatzgebiet wird in naher Zukunft die Bundesliga sein. Seit Monaten trainiert der rothaarige Stürmer bei den Profis und kam in etlichen Testspielen zum Einsatz, traf dabei mehrfach und überzeugte die Verantwortlichen: "Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Das Debüt bei den Profis, Anmerkung 90 Minuten, wir wissen, was wir an ihm haben", sagte Thomas Schaaf, technischer Direktor bei Werder, während der Partie der U23 gegen die Zweitvertretung des 1. FC St. Pauli vor kurzem gegenüber dem TV-Sender Sport 1. Neben Sargent und Wood wurden aus Deutschland auch Christian Pulisic, Borussia Dortmund, Julian Green, Greuther Fürth, Bobby Wood, Hannover 96 und Weston McKennie, FC Schalke 04, nominiert.